Und ich heiße Sie herzlich willkommen hier zum Webinar. Wie funktioniert ein Overlay-Tool? Ist ja ein heiß diskutiertes Thema. Wir werden heute also eigentlich nur mal erklären, wie das funktioniert. Wir wollen jetzt nicht bewerten. Herr Egger, der sich gleich auch zeigen wird und selber vorstellen wird, schreibt darüber seine Masterthesis hier an der Hochschule der Medien im Studiengang Computer Science and Media, also Medieninformatik. Wir haben vorgesehen, dass wir diesen Vortrag so einteilen. Nach meiner kurzen Einleitung wird Herr Egger den Vortrag halten, wird auch eine Live-Demo machen über drei ausgewählte Tools, Overlay-Tools. Und dann können Sie auch mittendrin schon, wenn Sie wollen, Fragen stellen. Ihre Mikrofone sind auf stumm geschaltet. Sie können nicht reden, aber Sie können in den Chat Ihre Nachrichten schreiben. Und ich werde sie dann aufnehmen, entweder wenn es direkt passt, mittendrin im Vortrag oder auch dahin hinterher. Und ich bin mir sicher, es wird da sicher Fragen geben und wir werden die dann auf jeden Fall, soweit die Zeit erlaubt, innerhalb einer Stunde abarbeiten am Ende des Vortrags. Jetzt freut es mich, dass Sie da sind. Wir sind im Moment über 50 Teilnehmer und noch 10 Teilnehmer hier im Raum. Und wir werden das hier als Seminar auch mitverfolgen, weil wir hier einen Kurs durchführen, gerade über digitale Barrierefreiheit. So, ich mache noch einen ganz kleinen Werbeblock. Ich weiß nicht, über welche Weise Sie jetzt erfahren haben von diesem Webinar, aber wenn Sie in Zukunft auf dem Laufenden gehalten werden wollen, über Events des Kompetenzzentrums Digitale Barrierefreiheit hier an der Hochschule der Medien, dann können Sie sich gern bei unserem Newsletter anmelden. Das ist eher so ein Events-Kanal. Da werden Sie einfach informiert, wenn irgendwas läuft. Hier unter der URL, die ich gerade jetzt im Chat eingegeben habe, die müssten Sie eigentlich sehen. Ja. Dann sind wir eigentlich schon fertig mit der Einleitung und ich übergebe dann an Herrn Egger und bin gespannt auf den Vortrag. So, Herr Egger ist gleich soweit, er muss sich noch den Präsentator schnappen. Okay, kleines Problem, machen wir gleich. Ach, Sie sind wieder zurückgestuft worden. So, und ich muss Sie zum Moderator nennen. So, jetzt. So, ich hoffe, man kann mich jetzt auch akustisch hören. Erst einmal vielen Dank an Herrn Zimmermann für diese kleine Einleitung, und auch eine Entschuldigung an Sie, dass es jetzt doch noch 7 Minuten gedauert hat. Naja, was soll ich sagen? Technische Probleme. Ist heute einiges dazwischen gekommen. Trotzdem auch von meiner Seite vielen Dank, dass so viele von Ihnen da sind. Es ist ja schließlich ein sehr interessantes Thema. Und ich hoffe, Sie erhalten hier auch ein, zwei Informationen, die Ihnen eben ja helfen oder Ihnen oder Erkenntnisse bringen. Genau. Ich würde jetzt mit der Präsentation, also dem Webinar, starten. Wie Herr Zimmermann schon gesagt hat, oder beziehungsweise ich möchte hier nochmal anmerken, dass mir bewusst ist, dass Overlay-Tools im Kontext der Barrierefreiheit natürlich ein unfassbar kontrovers diskutiertes Thema sind. Ich versuche im Rahmen dieses Webinars, so gut es geht, neutral zu bleiben. Sie dürfen aber, wie Herr Zimmermann eben schon gemeint hat, Ihre Fragen oder Ihre Meinung gerne im Chat äußern. Ich würde dann am Ende der Präsentation darauf eingehen. Und damit herzlich willkommen zu dem Webinar. Wie funktioniert ein Overlay-Tool? Hier zunächst ist das Inhaltsverzeichnis. Als ersten Punkt würde ich kurz die Ausgangssituation darstellen. Ich denke, den meisten hier haben hier die nötigen Grundkenntnisse im Kontext der Barrierefreiheit, aber man kann ja nie wissen und es hilft einfach für den gesamten Rahmen dieser Präsentation. Anschließend möchte ich ein paar Anbieter nennen, möchte auch kurz erklären, wie ich zu den drei hier vorgestellten Overlay-Tools gekommen bin, also UserWay, Accessibility und Equal Web. Und anschließend wahrscheinlich der wesentliche Punkt dieses Webinars sind die Overlay-Tools in der Praxis. Die Punkte 4, 5 und 6, also die Ziel der Masterarbeit, die Metriken und die Gewichtung, würde ich dann einfach an entsprechender Stelle vorstellen.
Kommen wir jetzt aber zunächst zu der Ausgangssituation. Den meisten hier wird wahrscheinlich die Begriffe WCAG, also die Web Accessibility, Web Content Accessibility Guidelines und EN 301549 bekannt sein. Die Guidelines, also WCAG, ist ja ein internationaler Standard, mit dem eben barrierefreie Webinhalte man erreichen möchte. Also durch die Erfolgskriterien, wo da aufgelistet werden, und den Konformitätsbedingungen. Und EN 301549 ist natürlich die harmonisierte Norm der Europäischen Union, und die werden eben für die ist die Basis für die europäische bzw. weltweite Gesetzgebung. Hier in Deutschland wurde die Richtlinie 2016/21/02 unter anderem durch die barrierefreie Informationstechnikverordnung BTV 2.0 in Deutschland umgesetzt. Hier werden eben die EN 301549 Norm für öffentliche Stellen geregelt, also dass das jetzt verpflichtend ist. Wenn man zum Beispiel jetzt aber von der BIK-Initiative den BITV-Test anschaut, dann enthält dieser seit dem März 2021 92 Prüfschritte insgesamt. Und was ich hiermit eben sagen möchte, ist im Grunde die Grundaussage, dass digitale Barrierefreiheit wird in den letzten Jahren tatsächlich immer ernster genommen, also in Sachen von Gesetzen her, dass es verpflichtend ist. Wenn man in die USA rüberschaut, ist natürlich ADA, der American Accessibility Act. Und in den letzten Jahren kam es jetzt immer häufiger eben auch zu Klagen, also als wenn Unternehmen ihre Webseiten jetzt nicht barrierefrei gestaltet haben. Und mit dem BITV-Test möchte ich nochmal eben darauf hinzeigen, dass jeder, der schon mal digitale Barrierefreiheit umgesetzt hat oder sich damit befasst hat, weiß, dass es ein unfassbar komplexes Thema ist. Natürlich sind nicht jedes Mal diese ganzen Prüfschritte anwendbar. Es kommt, ist alles abhängig von der Webseite. Nichtsdestoweniger ist es aufwendig, und leider ist es nicht Bestandteil der Entwicklung vieler Unternehmen. Also wenn sie eine Webentwicklung, Webanwendung oder eine Webseite programmieren oder umsetzen, beziehungsweise in der ganzen Unternehmenskultur ist Barrierefreiheit leider, wird oft vernachlässigt. Aber eben durch die Klagen, dass es jetzt vorgeschrieben wird, bekommen viele Unternehmen Panik und möchten aber trotzdem jetzt nicht zu viel Geld ausgeben. Es spielen einfach unfassbar viele Faktoren heutzutage jetzt mit. Und natürlich ist das schön, wenn man als Unternehmen dann solche Nachrichten liest. Hier zum Beispiel ein Ausschnitt, ein Screenshot von der UserWay-Website. Grundsätzlich wird hier auf dem Screenshot angegeben, dass es sich hierbei um eine automatische Lösung handelt, mit der man einfach ADA und WCAG-Konformität erreicht. Gleichzeitig wird angegeben, dass es schon von ca. 1,3 Millionen Webseiten genutzt wird, 60 Millionen User, und auf Trustpilot erreicht dieses Tool bzw. UserWay eine exzellente Bewertung. Hier ein weiterer Screenshot auf dieser Folie von Accessibility, auch einem Tool, welches im Rahmen dieser Webinar vorgestellt wird. Hier wird klargestellt, wie das geschafft wird, diese automatische Umsetzung, und zwar wird State-of-the-Art AI, also künstliche Intelligenz, hierfür verwendet. Und natürlich, wenn man als Unternehmen so etwas liest, dann hört sich das fantastisch an. Wenn man hier nur eine Zeile von Code einfügen muss in seinen Webinhalt, in seine Webseite, und dadurch Konformität erreicht. Zu den Overlay-Tools. Was sind Overlay-Tools bzw. Definition? Ist es schwierig, eine zu fassen, denn es gibt keine jetzt, ich sag mal, universelle Definition, wo wirklich jeder 1:1 verwendet. Man kann es eher als Sammelbegriff nehmen. Grundsätzlich spielen aber folgenden Facetten, spielen hierbei eine Rolle. Zum einen ist es natürlich, zumindest in dem heutigen, dem aktuellen Verständnis, dass man darunter eine automatische Lösung für das Beheben von Problemen der Barrierefreiheit versteht, dass man hierfür, also aus Entwicklersicht, nur eine Codezeile oder ein Code-Snippet in seine eigene Website implementieren muss. Und dass die Änderungen dann nicht am Quellcode durchgeführt werden, sondern auf der Client-Seite, also auf der Seite des Nutzers.
Wie genau das jetzt umgesetzt wird, sehen wir dann eben in dem praktischen Teil. Zunächst aber noch die Anbieter. Ich habe hier jetzt 8 Anbieter mal aufgelistet. Es handelt sich hierbei nicht um alle. Ich lese es einfach mal vor. Es ist Equal Web, AudioEye, UserWay, UserThirst, Purple Lens, Facility, Accessibee und DigiAccess. Es gibt auch zum Beispiel aber auch noch MaxAccess. Aber es ist hier, wie schon gesagt, nur ein kleiner Ausschnitt. Ich habe mich für die Tools eben, wie schon erwähnt, EqualWeb, UserWay und Accessibee entschieden, für dieses Webinar und eigentlich grundsätzlich auch für meine Masterthesis. Das hat den folgenden Grund: Wenn man zum Beispiel Purple Lens anschaut, dann ist es nur auf CMS anwendbar, also Content Management System. Ich wollte das Tool aber auf einer klassischen HTML Seite austesten, um noch selber Änderungen für Prüfschritte einbauen zu können. Facility, AudioEye und UserThirst funktionieren oder versprechen nicht Konformität, was EN301549 begeht, genau, oder WCAG eben, weswegen sie auch, ich sag mal, ausgeschlossen wurden. Und DigiAccess, hierbei handelt es sich tatsächlich um ein deutsches Unternehmen, welches auch von schon Webseiten deutscher Städte verwendet wird, was man der Webseite entnehmen kann. Allerdings wurde dieses Tool ausgeschlossen, weil ich die testende Webseite oder die Webseite, mit der ich die Tools testen möchte, die habe ich geklont. Hier habe ich eine echte Webseite verwendet und aus Datenschutzgründen oder dass sie eben nicht öffentlich zugänglich ist, sollte sie passwortgeschützt sein und auf Anfrage bei DigiAccess konnte es nicht garantiert werden, dass das Tool dann einwandfrei funktioniert. Bei EqualWeb, UserWay und Accessibee hingegen schon. Hier ist die gerade erwähnte Webseite bzw. ein Ausschnitt davon. Ich habe mich für die Unitekle entschieden. Es handelt sich hier um eine Bar hier in der Nähe der HDM. Aus dem einfachen Grund, dass sie auf der einen Seite jetzt nicht zu veraltet ist, also nicht mehr der Realität entspricht, aber auf der anderen Seite genug Fehler bzw. Barrieren aufweist, sodass man eben diese Prüfschritte testen kann. Ich verwende das, ich habe den BETV-Selbsttest verwendet und bin die einzelnen Seiten durchgegangen, eben um ein paar Fehler zu erkennen. Und das möchte ich jetzt eben auch als Überleitung nutzen, hier eben für den praktischen Teil. Ich habe hier die normale Unitekle-Webseite. Sie ist jetzt ein bisschen anders vom Text zu dem, was ich genommen habe. Ich habe einen älteren Stand geklont, aber viele Sachen sind gleich. Ich möchte hier erstmal auf diese Abbildung hinweisen, wo hier ganz wichtige die Corona-Regeln, die aktuellen, dargestellt werden. Und wenn man hier jetzt auf Untersuchen klickt, ich scroll hin, sieht man hier, es ist kein Alttext vorhanden. Darüber hinaus ist jetzt nicht in einem Text daneben, davor oder darunter. Diese wichtigen Informationen werden eben genannt, also ein offensichtliches Problem. Und wenn man jetzt hier die Tools anschaut, hier haben wir an dem Icon links sieht man hier, das ist das Icon für EqualWeb. Hier haben wir das Zeichen für UserWay und hier ist das Zeichen, oh, Entschuldigung, für, ich muss es kurz deaktivieren, Reset Settings, für Accessibee. Genau, und da würde ich jetzt erst einmal hier bei Accessibee eben anfangen. Wenn man hier das Tool noch nicht aktiviert hat und sich jetzt auch dieses Bild anschaut, dann sieht man, dass das Alt-Attribut ebenso leer ist. Nun können wir mal Accessibee öffnen. Entschuldigung. Dann sieht man, dass hier sich jetzt noch nichts geändert hat durch das Öffnen selber des Tools. Entschuldigung. So, der Alttext ist immer noch leer. Ich erkläre gleich, warum das wichtig ist. Öffnet man jetzt aber das Tool, hat man hier erstmal grundlegend ein paar Optionen. Ich stelle es noch kurz auf Deutsch. Zum Beispiel gibt es ein epilepsiesicheres Profil, es gibt ein sehbehindertes Profil, Profil der kognitiven Behinderung, ADHS-freundliches Profil für blinde Nutzer, also Screenreader und Tastaturnavigation. Und dann gibt es noch weitere Optionen für die Individualität, sage ich jetzt einfach mal. Also je nachdem, wie man es möchte, kann man sich es zusammenstellen hier in der Toolbar. Man kann die Titel hervorheben.
Was also von diesem Tool als Titel aufgefasst wird. Man kann die Links hervorheben, wie man jetzt hier an dieser Umrandung sieht. Man kann die Schriftgrößen und so weiter anpassen. Man kann aber auch Aspekte wie den Kontrast anpassen, einmal so vorkonfigurierte Option oder wie man hier rechts sieht, individuell mit der Farbe. Und dann gibt es noch weitere hier. Man sieht es, man kann Animation stoppen, stumm schalten. Ob und wie das funktioniert, wird jetzt in ein, zwei Aspekten natürlich gezeigt. Natürlich nicht alle Optionen. Aber hier auch noch sehen wir, dass hier man auf die andere Seite oder hier Kopfzeile oder auf den Hauptinhalt springen kann. Jetzt würde ich einfach mal, ich habe das Tool schon ausgetestet, die für blinde Nutzer die Option starten. Gleichzeitig wird hierbei die Tastaturnavigation geöffnet. Und wenn ich jetzt hierbei drauf drücke, dann sieht man, es wurde ein Alttext hinzugefügt. Und Sie müssen das nicht alles durchlesen. Ich habe das selber schon davor gemacht. Und was jetzt diese Textanalyse angeht, war es schon ein voller Erfolg. Wenn man jetzt sich UserWay anschaut, UserWay wurde weder geöffnet, noch irgendetwas ausgewählt. Es hat hier einen anderen Ansatz. Hierbei wird automatisch ein Alttext hinzugefügt. UserWay identifiziert aber den Text nicht, sondern bezeichnet dieses Bild lediglich als Flyer. Das dritte Tool, EqualWeb, hat hier auch am Anfang noch kein Alttext. Es hat jetzt aber auch einen dritten und anderen Ansatz. Und zwar, sobald man hier dieses Icon klickt, wird schon, Sie sehen es, der Vor-Effekt. Ah, doch, jetzt. Die künstliche Intelligenz hat einen Augenblick gebraucht. Auch hier wurde jetzt der Text analysiert und er wurde entsprechend hier hinzugefügt, ohne dass ich jetzt hier eine Option ausgewählt habe. Ich möchte aber auch jetzt erstmal die anderen Toolbars, bevor es weitergeht, vorstellen. Hier bei EqualWeb hat man auch vorkonfigurierte Profile, sage ich mal. Einmal für Bildschirmleser, einmal für Tastaturnutzer. EqualWeb hat hier ein Feature, das nennt sich Smart Navigation. Das kann ich hier auch kurz mal vorführen. Hier sieht Sie hoffentlich diese zwei oben am Bildschirm bei diesem Unitekle-Logo. Wenn ich nun die zwei drücke, dann bin ich einen Punkt weitergesprungen. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, warum die Toolbar aufgegangen ist. Aber jetzt sehen Sie, dass eben hier die einzelnen Links auch mit Nummern versehen wurden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die 4 drücke, dann sollte eigentlich der Vor-Effekt. Mir wird gerade nicht die Anzeige, um nach oben zu gehen. Jetzt hoffentlich, genau, die 4 wurde ausgewählt, Entschuldigung. Normalerweise kommt es nicht zu diesen Komplikationen, das ist jetzt nur gerade passiert. Wurde der Link ausgewählt und dann kann ich Enter drücken und komme auf diese Unterseite. Also, dass man per Zahlencodes navigieren kann, gibt es hier die Möglichkeit bei EqualWeb, aber dafür muss natürlich die künstliche Intelligenz auch die Links erkennen, dazu nämlich später mehr. Auch hier gibt es Optionsmöglichkeiten, also dass man die Farben für den Hintergrund anpassen kann oder ich sag mal einfarbig machen kann, wie auch bei Accessibility eben die Webseite sich so zusammenstellen kann, wie man möchte. Die dritte Toolbar ist hier bei eben UserWay. Hier wird ein schlichteres Design genommen. Man hat hier deutlich weniger Optionen, erstmal auf den ersten Blick. Aber drückt man einmal drauf, sieht man, dass es unter diesen Feldern auch mehrere Optionen gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob Ton übertragen wird, aber hier wird die entsprechende Zeile dann vorgelesen, eben ob man es schnell vorgelesen haben möchte oder nicht. Es gibt auch hier Funktionen, Optionen, um den Kontrast anzupassen oder Animationen zu stoppen, aber wenn Sie jetzt Accessibility gesehen haben, ist es natürlich deutliche Option und einen schlichteren Ansatz, aber was man auch gesehen hat, dass viele Sachen auch automatisch bei UserWay eben wie zum Beispiel der Alttitel angepasst werden. Was ich auch noch zeigen möchte in diesem Fall, war
natürlich hier das Thema, wir möchten kurz bei den Bildern bleiben. Wir haben hier zum Beispiel auch ein Bild, ein Poster in gewisser Weise. Und im Wesentlichen wurden die wesentlichen Informationen wurden hier auf die rechte Seite gepackt. Und nach meinen Kenntnissen nach sollte dieses Bild ja dann keine Alttitel haben, weil es sich in diesem Fall ja nur noch dann um ein dekoratives Bild handelt. Wenn wir jetzt aber das Bild untersuchen, dann wurde hier trotzdem ein Alttitel hinzugefügt. Bei UserWay wurde es als als Werbung gekennzeichnet. Das Tool ist auf Deutsch gestellt, allerdings werden die Alttitel trotzdem auf Englisch angezeigt. Also Sie sehen hier, es wurde auf Deutsch gestellt. Wenn man jetzt wenn man hier jetzt bei UserWay untersucht, hat dieses Bild stand jetzt noch kein Alttitel, werde ich es aber aktivieren, wurde es hinzugefügt. Genau, Sie sehen, es ist gerade hinzugefügt worden, wo eben auch der Text analysiert wurde. Die Grundregel, so ist es bei Accessibi, auch bei den anderen Tools konnte ich es nicht feststellen. Accessibi hat die Regel, wenn Sie einen Alttext hinzugefügt haben, dann wird dieser Alttext nicht geändert. Aber sobald es ein leeres Alt-Attribut hat oder keins hat, wird automatisch eins hinzugefügt. Aber wie schon gesagt, wäre das jetzt in diesem Fall ja nicht notwendig gewesen. Sie sehen hier, es wurde auch ein Alttext hinzugefügt, hier der Text. Genau. Vorrat, was ich gesagt habe bei EqualWeb, um jetzt einen anderen Fehler aufzuweisen, war ja die Smart Navigation. Habe ich gemeint, dass wenn das Tool, die künstliche Intelligenz des Anbieters, den Link erkennt, hier haben wir auf der Seite über uns, hat man hier diesen Punkt mehr lesen. Ich werde ihn jetzt auch untersuchen und wie man feststellt, handelt es sich hier nicht um einen klassischen Button, sondern einfach um ein Span-Tag-Element, welches hier ein On-Click-Attribut hat. Und wenn ich jetzt einfach mal den Tabulator benutze, dann, Keyboard Navigation, Zugänglichkeit-Menü. Also die Tools sind auch übers Keyboard erreichbar und die Webseite ist sehr schlecht. Ich springe gerade bei den Navigationspunkten durch und hier sieht man das, beziehungsweise man sieht es nicht, ich wechsle kurz Accessibility, Entschuldigung, hier sieht man es am besten. Wenn ich hier jetzt den Tabulator drücke, dann sollte automatisch der VFW-Effekt. Ich deaktiviere es. Ich drücke den Tabulator und dadurch wurde automatisch von Accessibi diese Eingabe erkannt. Und wenn ich jetzt durchgehe, jetzt sehen Sie auch hier die Markierung. Ich springe hier gerade von den Navigationspunkten. Gerade wurde es nicht angezeigt, weil eben die Webseite das nicht so gut darstellt, was natürlich auch im Prüfschritt widerspricht. Aber wenn ich springe hier jetzt bei Accessibi mit dem Tabulator, wurde es aktiviert. Und man sieht hier, ich bin auf mehr Lesen gegangen und ich kann jetzt Enter drücken und Accessibi hat es auch erkannt, dass es hier eben so hinzugefügt wurde über einen, durch ein On-Click-Attribut. Und wenn man jetzt hinzoomt, sieht man, dass es hier Roll-Button hinzugefügt hat. Also das gehört ja zu ARIA. Zu den ARIA-Attributen und dadurch eben bedienbar wurde. Wenn man das eben bei den anderen zwei Tools macht, also ich versuche es jetzt nur kurz bei UserWay darzustellen, ist das nicht möglich. Ich springe hier wieder durch die Navigationspunkte. Ich bin hier jetzt bei diesem Mehr von dem Video, drücke ich jetzt, bin ich auf den Play und jetzt bin ich hier unten bei Druckversion oder Sitemap ganz unten auf der Webseite und dieses Mehrlesen wurde untersprungen. Genau. Das möchte ich hier, wie Sie gesehen haben, hat es in diesem Fall nicht funktioniert. Ich möchte aber auch nochmal hier trotzdem eben die Webseiten aufzeigen. Da hier eigentlich versprochen wurde, dass dieses möglich ist. Sie sprechen hier ja eben WCAG und Konformität und Sie sprechen hier von zufriedenen Nutzern. Also Accessibi hat es in diesem Fall erfüllt. In diesem einen Fall, sage ich mal, aber auch hier eben bei UserWay wird es eben versprochen,
Genau, und man sieht hier auch die großen Nutzer, also ich sag mal die Firmen, welche diese Tools nutzen, und Disney, Coca-Cola und eBay, das sind natürlich große Namen, und es ist natürlich sehr beeindruckend. Das gleiche natürlich auch hier bei Accessibility mit Porsche sehen wir hier oder Oreo und auch bei Equal Web, welche auch hier, man sieht es hier, Compliance with WCAG 2.1 und EN 301549 versprechen. Genau, und auch hier sieht man die großen Kunden, und hier sieht man Plans Pricing, das möchte ich auch nochmal zeigen. In dem Tool, also in meinem Fall, habe ich hier immer das kleinste Paket genutzt, weil ich hier eine kleine Webseite habe, und hier wird es eben auch versprochen, see all features, Color Adjustment, Font Adjustment, Textreader und so weiter. Ach, das war die, Entschuldigung, ganz linke Spalte ist die kostenlose Version, aber hier die Spalte ist jetzt von Small Package, und hier sieht man auch die Features, eben das genannte Keyboard Navigation, das Blinks Blocking unterdrückt wird und so weiter. Auch ein ganz, was ich hier nochmal zeigen möchte, ist hier von UserWay. Ein typisches Problem bei der Barrierefreiheit sind natürlich so Aspekte wie, ich sag mal, Kontraste. Also man sieht es hier, hoffentlich kann man es erkennen. Hier ist der Kontrast unheimlich gering. Das ist ein sehr sinnvolles Feature von UserWay. Ist jetzt nur meine persönliche Meinung, genau, ist hier der intelligente Kontrast, und hier werden solche Textfelder, Sie haben es gesehen, hier der Kontrast wurde, oder nicht Textfelder, aber halt die, der Text wurde automatisch angepasst, aber auch das hat seine Grenzen. Wir haben hier die Umrandungen, natürlich, eigentlich sollte das Textfeld deutlicher hervorgehoben werden, und hier kommt es eben nicht zum Kontrast, aber hier gibt es eben die anderen Optionen, genau, um das deutlicher hervorzuheben. Was ich auch zeigen möchte innerhalb dieser Präsentation, ist eben die Ansicht des Entwicklers. Ich habe mich deswegen auf den einzelnen Dashboards angemeldet. Hier haben wir die Ansicht von Accessibility. Das ist die Ansicht, wenn man sich frisch eingeloggt hat. Hier sieht man, ich habe es für meine Domain, wie lange mein Abo noch aktiv ist. Und ansonsten haben wir hier Informationen über meinen Account, die E-Mail-Adresse, E-Mail-Notification, Billing Payments, also wie ich bezahle, Accessibility Audits. Habe ich in meinem Fall jetzt noch nicht so aktiv durchgeführt, weil es eben passwortgeschützt ist, und damit es funktioniert, muss ich für diesen Moment dann das Passwort aufheben. Also das funktioniert nicht bei passwortgeschützten Seiten. Es gibt ein Partnerportal, wenn man zum Beispiel mit Accessibility zusammenarbeitet, um, ich sag mal, ja, es zu verbreiten. Und hier ist auch der Punkt Installation. Accessibility bietet hier ein Quick und Basic Installation, wo hier eben angesprochen diese eine Zeile von Code hier einfach kopiert werden kann. Es gibt aber auch, wenn man es anpassen möchte, hier verschiedene Möglichkeiten, also die Sprache, die vom Standard von Anfang an verwendet werden soll. Man kann die Farben anpassen, und auch, Sie sehen hier, es ist sich in gewisser Weise zusammenstellen, wie es zu die Webseite, die man eben hat, haben möchte. Es gibt darüber hinaus auch hier eben für die jeweiligen hier auch ein recht ausführliches Wiki, sage ich mal, wo man lernt, wie man es implementieren kann. Zu dem Punkt mit dem Code, das gilt jetzt für alle Tools, sollte hierbei gesagt werden, dass zwar immer versprochen wird, man muss nur eine Codezeile hinzufügen, und im Grunde stimmt das auch, allerdings bezieht sich das auf jede einzelne Seite. Also wenn ich jetzt meine Website nur so ein One-Page ist, also wirklich nur eine Seite, dann muss ich es nur einmal hinzufügen. Hier wird empfohlen, am Ende vor dem Body-Tag, aber falls ich jetzt in meinem Fall hier die 10 Seiten habe, dann muss ich es für jede einzelne Seite hinzufügen. Aber das gilt auch für die anderen beiden Tools, wo ich jetzt ein bisschen vorgestellt habe. Hier ist jetzt von UserWay das Dashboard. Hier sehen wir mehr Informationen. Zum einen sagt UserWay, es hat 265 Violations.
entdeckt. Gibt hier eine kleine Auflistung, um was es sich handelt, also zum Beispiel 114 New Tab or Windows opens without a warning. Man kriegt, kann ja auch sich einen Report runterladen, wo ein paar mehr Informationen aufgelistet werden. Das dauert immer einen Augenblick. Einen Augenblick bitte. Genau, jetzt kann ich es hier kurz öffnen. Hier natürlich, hier sagen Sie selber eine detaillierte Angabe. Hier sagen Sie nochmal genau, eben die, wie viele Fehler Sie behoben worden. Hier Violations remediated, Entschuldigung, meine Aussprache, verbessert. Hier sehen wir, wie es sich über den Zeitraum verbessert hat. Und hier sehen wir die einzelnen Seiten. Aber in diesem Fall sieht man, dass hier bei Aktion 36 Guidelines der Stufe A gefixt wurden oder gebrochen waren und repariert wurden. Allerdings steht hier nicht genau, ich kann weiter scrollen, an welcher Stelle genau dieser Fehler vorgekommen ist oder welches Element es genau ist. Hier sieht man kurz ein paar Informationen, was im Groben besprochen wird, aber ich sag mal relativ oberflächlich, also im Vergleich zu den offiziellen WCAG-Guidelines, wo doch alles sehr ausführlich ist, beziehungsweise auch in den zusätzlichen Dokumenten. Genau, User Way hinzu hat hier White-Label-Optionen, also das kann ich hier kurz zeigen, White-Label removes the User Way branding. Das verstecken möchte. Es gibt Custom Branding, dass man sein eigenes Logo hinzufügen kann. Es gibt Optionen für das Main Menü und hier gibt es zum Beispiel Usage Statistiken, also dass gezeigt wurde, welches Feature zum Beispiel die letzten 7, 15 oder 30 Tage am häufigsten verwendet wurde. Hierbei bei diesen vier Punkten, Add-ons und Upgrades, muss aber gesagt werden, dass hier in diesem Standardpaket, wofür ich $49 im Monat zahle, das nicht benutzen kann. Diese Add-ons muss man sich dazu holen. Bei den Widget Settings kann man aber auch hier wie bei Accessibility hier ein bisschen in der, ich sag mal, in der jetzt ohne diese Add-ons kann man hier aber auch ein paar Sachen anpassen. Genau. Aber im Grunde wäre das auch schon das Dashboard von UserWay gewesen. Mit diesen Informationen. EqualWeb hat diese Ansicht, ich muss es kurz neu laden. Oh, Entschuldigung. Ich würde mich kurz anmelden, dass meine E-Mail-Adresse, denke ich, ist egal und das Passwort sieht man hier eh nicht. Ich nutze mal geschwind die Pause hier. Während Sie sich wieder einloggen hier. Also man kann sich inzwischen wieder zum Newsletter anmelden. Ich kann auch kurz die Adresse nochmal, werde ich gleich nochmal reinposten. Und wir werden schon auch die Fragen noch aufnehmen, die Sie stellen. Das ist eine ganz tolle Diskussion in Gange, aber wir lassen zuerst Herrn Eger vor uns den Vortrag beenden. So. Sie können wieder, Herr Zimmermann. Genau, Entschuldigung, ich wurde da automatisch ausgeloggt. Hier sieht man jetzt Total Sites, genau, damit ist wahrscheinlich jetzt in diesem Fall die unitägliche Website allgemein bezeichnet und nicht die einzelnen Unterseiten, wie oft das aktiviert wurde. Und hier, auch hier sieht man jetzt, was jetzt beispielsweise bei UserWay kostenpflichtig war, sieht man hier, wie oft die einzelnen Features aktiviert wurden. Und als Entwickler könnte man natürlich sehen, aha, die User haben besonders dieses Feature gebraucht, also dementsprechend ist hier Verbesserungsbedarf. Hier gibt es auch die Übersicht eben hier über eben meine Domain, welchen Plan ich habe. Auch sehr interessant bei EqualWeb in Form bei UserWay und Accessibility kommt es zu automatischen Updates. Hier aber bei EqualWeb muss man hier seinen Code aktualisieren. Ich scroll hier kurz durch. Hier sehen wir, ist EqualWeb Version 4.4 jetzt nach dem Update und davor ist gerade, welche ich verwendet habe, Version 3, aber ich weiß leider nicht genau welche. Aber für alle, die es implementieren müssten, ist das vielleicht eine wichtige Information, dass man das dann auch updaten muss.
Es gibt einen WCAG-Monitor, Monitoring, in dem eben kontinuierlich die Webseite analysiert wird auf A und AA, also den Konformitätskriterienlevel von WCAG 2.1, was ich aber hier noch nicht durchgeführt habe, da, wenn ich jetzt My Scans anklicke, konnte nicht durchgeführt werden. Wenn ich eine Seite auswählen möchte, meine Seite, sehen Sie hier den Fehler, Settings Error Site Not Found. Mir ist gerade noch nicht klar, ob es vielleicht auch daran liegt, ob ich eine passwortgeschützte Seite habe, aber das habe ich jetzt leider nicht mehr geschafft zu testen vorher. Hier auch mein Account-Details und ich klicke hier kurz durch. Hauptsächlich sind es aber hauptsächlich um Bezahlmethoden, eben Payment Methods, sehen Sie. Oder die Dokumentation, also falls Sie das anpassen möchten oder müssen Sie das hier bei EqualWeb in dem Fall selber machen, den Code anpassen. Außer Sie nehmen wie den gerade vorgezeigten automatisch konfigurierten, wo man zum Beispiel hier erhalten kann und dann auch kopieren kann. Genau, oder hier, wie man sieht, für die Installation Guides wird auch bei EqualWeb angeboten. Ich denke, ich habe jetzt die Entwickler oder die Dashboards der Tools gezeigt. Ich würde jetzt aus Zeitgründen, dass man am Ende noch die Fragen stellen kann, würde ich kurz diese Präsentation zu Ende führen. Vielleicht kurz eine Frage zwischendurch, ja. Entschuldigung, Herr Egger. Ja. Es war eine Frage, sind denn diese Tools selber, also auch die Dashboards, barrierefrei? Haben Sie da was rausgefunden? Ob die Dashboards selber barrierefrei sind? Entschuldigung, ich würde kurz auf die Website. Ehrlich gesagt habe ich das in diesem Fall noch nicht berücksichtigt, noch nicht getestet. Bei Accessibility, das weiß ich, war oft die Kritik, hieß es, dass die Website selber, also Entschuldigung, hier diese Website selber nicht mal barrierefrei ist. Aber ich bin die einzelnen Prüfschritte hier der Dashboards tatsächlich nicht durchgegangen, muss ich leider gestehen. Okay, die Arbeit ist ja auch noch in progress. Das ist ja auch okay. Ja, genau. Machen Sie mich weiter. Genau. Dann würde ich jetzt ab aktueller Folie. Genau. Wie schon gesagt, es handelt sich hierbei um ein Webinar im Kontext meiner Masterarbeit. Das Thema lautet Overlay Tools als Unterstützung für barrierefreie Websites, Potenziale und Grenzen. Und dort möchte ich mir eben Overlay-Tools im Genaueren anschauen und dafür wurden auch Bewertungsmetriken erstellt und damit möchte eben aufgezeigt werden, was können die Tools wirklich und was können sie nicht, weil ich habe Ihnen die Webseite gezeigt, es wird ziemlich viel versprochen und ich möchte in dieser Masterarbeit schauen, ob es eben was sie versprechen, ob sie das wirklich erfüllen und ob sie vielleicht positive Aspekte haben oder eben ob die kontrovers diskutierten Aspekte vielleicht halt richtig sind oder zu Recht genannt werden, um hier eben eine wissenschaftliche Basis in gewisser Weise zu setzen. Die Bewertungsmetriken möchte ich hier kurz vorstellen. Das wären zum einen der Punkt Implementierung. Ich habe hier erstmal noch ein Bewertungsbeispiel hinzugefügt. Das ist jetzt nur für das Verständnis. Es handelt sich ja immer nur um ein theoretisches Beispiel. Bei der Implementierung möchte ich eben auch darauf achten, dass zum Beispiel aus Entwicklersicht, also wie einfach ist die Implementierung, bietet der Anbieter eine Dokumentation an? Tatsächlich jetzt, wo Sie das angesprochen haben, was ich eine sehr gute Idee finde, eben ob die Dashboards selber barrierefrei sind. Es kann jetzt sicherlich nicht im Detail geprüft werden, aber das würde ich dann innerhalb dieser Metrik sicherlich dann auch jetzt noch untersuchen im Groben. Vielleicht entdecke ich ein paar Fehler und das wären halt so Aspekte, wo dann hier bewertet werden. Damit natürlich auch Menschen mit Behinderung zum Beispiel ja auch diese Dashboards theoretisch benutzen können. Der zweite Punkt wäre Feedback. Hier wären Aspekte wichtig, wie zum Beispiel Berichte. Also erhalte ich als Entwickler Informationen, die mir hilfreich sein können, beziehungsweise weiß ich, wo genau die Fehler meiner Webseite liegen. Die nächste Metrik wäre die Konfigurierbarkeit der Toolbar. Hier jetzt auch aus der Sicht der Seiteninhaber, kann ich sie jetzt für meine Webseite anpassen? Kann ich die Position des Icons anpassen oder das Icon allgemein?
Die nächste Metrik wäre Training. Ich springe hier relativ schnell durch. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Bei der Umfrage, wo ich habe, habe ich noch Notizen gestellt, falls Sie das nachlesen möchten. Aber ich denke, das handelt sich hier um relativ einfache Metriken oder verständliche. Die nächste Metrik wäre Training. Dann, denn bei den Accessibility-Tools wird oft in Artikeln oder Blog-Einträgen eben gesagt, dass hier sind die Tools, sie versprechen diese automatische Lösung. Und wenn man es einfügt, ist das Problem gelöst, aber seit Jahren wird eben schon in der Community gesagt, dass man einfach das Grundverständnis hier, dieses Barrierefreiheitsbewusstsein fördern sollte, dass man nicht eben auf was für Aspekte man mal achten muss, dass das ein ernstes Thema ist. Und hier versprechen natürlich die Tools auch immer hier für Barrierefreiheit zu sein und wirklich da einen positiven Einfluss einbringen zu wollen. Und mit dieser Metrik möchte ich eben schauen oder bewerten eben, ob die Tools das auch wirklich machen, was sie hier da versprechen. Der nächste Punkt wäre vielleicht der, ist einer der wichtigeren, Entschuldigung, das ist nur meine persönliche Meinung, aber wie schon gesagt, Konformität, kumulativ, die mit Konformität ist, denke ich, relativ einfach. Die Tools versprechen WCAG oder EN301549 Konformität. Hier wird eben überprüft anhand der Unitecle-Website, ob sie das an mehreren Prüfschritten erfüllen. Natürlich können nicht alle Prüfschritte angewendet werden. Ich verwende aber den BETV-Test und versuche eine möglichst große Range oder Bandbreite zu erreichen. Und kumulativ ist in diesem Fall gemeint, dass für jeden einzelnen Prüfschritt, also die werden voneinander, ich sag mal, getrennt, und für jeden einzelnen Prüfschritt wird die jeweils beste Einstellung der Tools gesucht, weil die ja doch viele Auswahlmöglichkeiten bieten, und halt geschaut, ob mit den Möglichkeiten der Tools dieser Prüfschritt erfüllt werden kann. Und entsprechend bewertet, der BITV-Test hat hier die Kategorien von nicht erfüllt bis erfüllt. Und wenn ich die Normalisierung anwende, kann ich das auch von 0 bis 1 entsprechend bewerten. Was innerhalb dieser Masterthesis aber einiges noch geändert hat, ist die folgende Angabe von WCAG bezüglich den Conforming Alternate Versions. Hier auf der nächsten Folie tue ich die wesentlichen Aussagen nochmal visuell verdeutlichen. Und zwar ist laut WCAG sind alternative Versionen erlaubt, also auch ich sag mal, die alternativen Versionen, wo man durch die Einstellung der Overlay-Tools erreicht, zum Beispiel um gewisse Nutzergruppen zu erreichen. Allerdings wird hier, das ist der zweite markierte Satz, ganz klar darauf hingewiesen, dass eine Version vollständig konform sein muss. Deswegen ist dieser vorherige Schritt mit diesen kumulativen, also dass man für die einzelnen Prüfschritte einzeln sieht, und gewisserweise die Overlay-Tools in ihrer besten Performance aufzeigen möchte, reicht nicht aus. Aus diesem Grund wurde die Metrik Konformität holistisch hinzugefügt, wo eben getestet werden möchte oder überprüft werden möchte, besser gesagt, ob die Overlay-Tools eine einzige Einstellung bieten, mit der eben alle Metriken oder alle Prüfschritte erfüllt werden. Das wären die einzelnen, die letzte Metrik ist Showstopper. Showstopper wird im Kontext dieser Masterarbeit die vier Erfolgskriterien 142 Audio Control, 212 No Keyboard Trap, 231 Three Flashes or Below Threshold und 2.2.2 Pause Stop Height bezeichnet. Sie wurden deswegen als Showstopper bezeichnet, denn Einhalten dieser Kriterien kann dafür sorgen, dass bestimmte Nutzer die gesamte Seite nicht nutzen können. Zum Beispiel, wenn Keyboard-Nutzer jetzt in so eine Keyboard-Trap fallen, dass sie dann da nicht mehr rauskommen und den Rest der Seite besuchen können. In einem schlimmeren Fall kann es natürlich sein, dass die Webseite blinken, also eben Epilepsie auslösen kann. Deswegen muss man diese Metriken oder diese vier Erfolgskriterien besonders ernst nehmen. Und hier möchte eben separat getestet werden, wie die Overlay-Tools damit umgehen. Genau, das wären die Metriken, die genannten. Ich habe hier ein Google-Formular, wo ich mich freuen würde, wenn Sie das ausfüllen würden, beziehungsweise Ihre Gewichtung setzen. Die Gewichtung ist relativ einfach. Sie können den Wertebereich wählen, wie Sie möchten, 0 bis 10, 0 bis 100. Grundsätzlich ist wichtig, dass Sie mit einer kleinen Zahl verdeutlichen, dass diese Metrik eher geringere Bedeutung für Sie hat, und mit einer hohen Zahl, dass es eher eine wichtigere Bedeutung hat.
Hierbei werden auch nur diese Angaben gesammelt und jetzt keine E-Mail-Adressen. Ich werde diesen Link aber jetzt auch nochmal in den Chat posten, also dass Sie das jetzt nicht abtippen müssen. Genau. Sind das alle Showstopper? Was ist mit 2.2.1? Von Carsten Cole. Ich sehe jetzt die Frage. Ich habe hier den Link zum Glück oder die Quelle. Die würde ich kurz, bevor Sie jetzt noch fragen, ich bin hier auf diese Angabe Non-Interference eingegangen. Hier werden diese vier Erfolgskriterien genannt. Das sind eben die Kriterien, die praktisch einen Benutzer so stören können, dass sie sogar verhindern, dass er einen anderen Inhalt, der eigentlich von dem Defekt nicht betroffen ist, wahrnehmen kann. Also wenn jemand in eine Tastaturfalle gerät, dann kann er eben überhaupt nirgends mehr hin. Dann sind auch alle anderen Inhalte für ihn ausgeschlossen. Oder wenn er durch einen epileptischen Anfall bekommt, durch einen Flackern, dann kann er auch was anderes nicht mehr anschauen. So ist es gemeint. Also diese Showstopper wirken sich auf die gesamte Seite aus, nicht nur punktuell, da wo sie auftreten. Und das wird auch von WCAG so dargestellt und wird auch vom EN301549 so aufgegriffen. Genau, danke von Herrn Zimmermann. Ich habe gerade von das Kommentar von Anatom 5 gelesen. Ich sehe, glaube ich, immer noch die Folie mit Equal Websites List. Entschuldigung, wir sind schon viel weiter. Oder haben die Rest der Präsentation die Metriken gezeigt? Wenn Sie möchten, können Sie trotzdem das Formular ausfüllen. An entsprechender Stelle von den einzelnen Metriken wird auch noch mal kurz in Textform eben gelistet, was ich gerade gesagt habe, also zum Beispiel, was für Aspekte untersucht werden. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Doppelpunkt nach Ihrem Vortrag. Ich mache jetzt gleich hier auch noch meine Kamera wieder, schalte es wieder ein. Es war eine ganz rege Teilnahme. Es hat mich sehr gefreut und wir werden jetzt noch punktuell auf einige Fragen eingehen. Aber mir wäre es wichtig, dass Sie auch sich die Zeit nehmen, wenn möglich, dieses Formular auszufüllen, weil Sie damit eben Herrn Egger helfen, seine Masterthesis vollends fertig zu machen. Das war jetzt wirklich nur mittendrin in der Thesis. Wir haben gesagt, wir wollen einfach mal das, was er schon herausgefunden hat, über die Tools teilen. Und es soll an der Stelle überhaupt keine Bewertung sein der Tools, sondern nur einfach zeigen, wie diese arbeiten und was sie machen. Und das, was er gezeigt hat, gerade in den Folien, wo so eine Bewertung war, da stand ja drunten nur theoretisch. Also passen Sie auf, das war nicht eine Bewertung, sondern das war nur ein Beispiel, wie es werden könnte. Die Bewertung kommt erst noch. Und es wird so sein, dass er dann diese Punkte nachprüft und zu Metriken zusammenfasst, quantifiziert und das am Ende sozusagen dann nach diesen Metriken und nach den Gewichtungen sozusagen ein Gewinner herauskommt. Aber das ist nur eine Sache, dass man einen Gewinner hier ermittelt, sondern das viel Wichtigere ist, dass eben man wirklich nachprüfen kann, die einzelnen Metriken, inwiefern, wie hat das einzelne Tool jeweils abgeschnitten. Aber Sie können eben helfen, wenn Sie hier Gewichte sagen, wenn Sie sagen, diese Metrik ist besonders wichtig oder diese ist mir nicht so wichtig. Wenn Sie sagen, das ist überhaupt nicht wichtig, geben Sie eine Null. Und wenn es wichtiger ist, dann überlegen Sie, wie viel Prozent, vielleicht so von 0 bis 100, Sie dafür geben würden. Wir werden das dann am Ende so machen, oder Herr Egger, dass es immer so ist, dass Ihre Punkte zusammen 100% ergeben. Also wenn Sie jetzt 10.000 geben, weil Sie meinen, dann besonders viel Einfluss zu haben, dann wird es nicht funktionieren. Ja, jetzt schauen wir ein bisschen auf die Fragen. Spannend alles hier. Es war die eine Frage mit der Barrierefreiheit der Tools, haben wir mal aufgegriffen. Das werden wir sicher wahrscheinlich bei der nächsten beim nächsten Webinar dann nachliefern. Wir werden eben dann, wenn die Arbeit fertig ist, nochmal ein Webinar machen, wo wir dann über die Resultate berichten. Es kann nicht alles untersucht werden zu diesem Thema im Rahmen einer Masterthesis. Es war eine Frage dabei, ob wir auch Benutzertests durchführen. Das wäre sicher eine ganz wichtige Sache. Das haben wir an der Stelle ausgeklammert, weil es einfach sonst zu viel würde. Aber das wäre natürlich eine wichtige Sache hier. Da stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Das andere war, was angeregt wurde, jetzt muss ich schon die Fragen mal durchschauen. Ähm,
Preise haben wir gesagt, was wir machen. Ob sich die Tools die Einstellungen merken, können Sie vielleicht was dazu sagen? Also wenn man hier eine Auswahl getroffen hat, was für einen passend ist, ob das dann bei der nächsten Session wieder so eingestellt ist? Also einmal in der Session auf jeden Fall. Zum Beispiel hier sieht man, dass ich das ausgewählt habe und auch bei Neuladen funktioniert. Wir können jetzt nichts mehr von Ihnen hören, Herr Egger. Nein, im Moment hören wir nichts mehr von Ihnen. Irgendwo ist es abgebrochen, die Verbindung. Ja, okay. Dann wiederhole ich vielleicht im gleichen Raum mit Herrn Egger hier und dann müsste ich halt vielleicht geschwind das wiederholen. Oder versuchen Sie nochmal reinzukommen. Ja, ich gehe vielleicht auf eine andere Frage kurz ein, nämlich die Frage, eine ganz wichtige, wenn jetzt so ein Tool verschiedene Versionen oder Varianten einer Webseite anbietet, indem man eben so ein Menü hat, wo man verschiedene Optionen auswählen kann und dann mal mehr Kontrast erscheint, mal größere Schrift und diese Dinge. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist es dann mit der Konformität der Seite? Gilt die als barrierefrei, wenn für jeden Benutzer irgendwo eine Einstellung existiert, die für den genau das liefert, was er braucht? Oder natürlich Benutzerin, Entschuldigung, ja. Und dann, das ist ein bisschen unklar. WCAG lässt es ein bisschen offen. WCAG erlaubt, also Web Content Accessibility Guidelines erlaubt, dass man mehrere Versionen hat. Sagt dann aber, dass mindestens eine davon komplett kompatibel sein muss. Und zwar mit allen Guidelines, nicht nur mit den Kriterien für eine bestimmte Benutzergruppe. Das ist aber auch nur eine Note in WCAG, also informal, also nicht wirklich zwingend und formal. Von daher haben wir gesagt in dieser Masterthesis, wir machen eine strikte Metrik, die ganz genau schaut, gibt es denn eine Sache, die alles erfüllt und eine Metrik, wo wir sagen, okay, wir sind jetzt mal ein bisschen wirklich kulant und sagen, ja, wir lassen dem Benutzer beliebig viel Zeit und irgendwann wird er die richtige Einstellung dann finden und dann wird es für ihn passen. Und das ist dieses Kumulative. Und irgendwo wird sich natürlich in der Praxis die Wahrheit dazwischen bewegen, das ist klar. Aber wir müssen halt irgendwo an dieses komplexe Thema mit irgendeiner Metrik, mit irgendeinem Ansatz rangehen und das ist nicht immer ganz so einfach. Genau, meine Telefon funktioniert wieder, beziehungsweise ich hatte gerade Internet-Probleme, Entschuldigung dafür. Die Frage war das mit den Cookies. Es kommt natürlich darauf an, wie Sie Ihren Browser eingestellt haben, aber meinen Kenntnissen nach sollte es gespeichert werden, ja. Ja, das würde eigentlich auch Sinn machen und dann kann man im Prinzip auch argumentieren zu sagen, man stellt sich das einmal ein und hat dann irgendwann vielleicht mal tatsächlich die optimale Einstellung gefunden im idealen Fall. So, jetzt schaue ich nochmal, was wir sonst noch an Fragen haben. So ein bisschen Zeit hätten wir noch. Übrigens, der Newsletter funktioniert wieder, da können Sie sich anmelden dazu. Und auch die Webseite mit der Ankündigung für dieses Webinar ist online. Die Aufnahme werden Sie wahrscheinlich, was ist heute, Mittwoch, so gegen Freitag dann dort finden. Ich kann auch gerne da ein Newsletter rausschicken, wenn das dann eben verfügbar ist. So, was hatten wir noch? Die juristische Bewertung kann ich jetzt wenig dazu sagen, weil eigentlich alles drinsteht, eben in der BitV zu 0, beziehungsweise dann in EN 301549. Da wird eben nicht von solchen Tools gesprochen. Ich denke, man bewertet einfach natürlich diese Seite so, wie sie der Anwender dann eben erfährt. Interessant ist ja dieser eine Aspekt, den wir gerade von Herrn Eckern gehört haben, dass er oder dass die Seite zunächst mal unverändert dargestellt wird und man erst durch einen Klick auf ein Profil oder auf eine Einstellung dann wirklich diese Veränderungen aktiv schaltet. Und wie gesagt, das wäre dann so zu bewerten wie eine Variante oder wie mehrere Varianten einer Website, was ja auch in WCAG so erlaubt ist.
Ob es nun sinnvoll ist und toll ist, ist die andere Frage. Aber nochmal zu den Showstoppern. Also das hieße praktisch, wenn jetzt auf der Originalseite ein Showstopper ist, zum Beispiel ein Flackern, das einen epileptischen Anfall auslösen kann, dann würde diese Person gar nie zu der Variante kommen, die kein Flackern auslöst, weil sie vorher es nicht mehr in der Lage ist. Und das ist dieser Showstopper-Effekt, den wir meinen. Und das darf natürlich auf der Originalseite nicht auftreten, weil dann hat man keine Möglichkeit mehr, eine barrierefreie Alternative anzuwählen. Und eine Tastaturfalle ist genau das gleiche Problem. Es sind diese vier Dinge. Ich weiß, dass das ein sehr kontroverses Thema ist, wird heiß diskutiert. Das sehe ich auch hier in den Kommentaren. Ich würde an der Stelle jetzt einfach einen Punkt machen. Danke, Herrn Egger, für die bisherige Arbeit. Bin auch sehr gespannt, wie das weitergehen wird. Und danke Ihnen auch fürs Zuschauen und Zuhören. Sie können sich auch gerne per E-Mail melden. Und meine E-Mail-Adresse ist eben auf dieser Webseite. Ich kann sie kurz nochmal posten, wo dann eben auch dieser Vortrag angekündigt war und wo Sie dann auch alles Weitere darüber finden, inklusive die Aufnahme. So, das wäre hier dieser Website. Genau, und Herr Strobbe hat gerade noch einen Link in den Chat gepostet, wo noch ausführlicher auflistet, welche anderen Overlay-Tools es gibt. Auf jeden Fall auch sehr interessant und von Anatom 5 eben auch die Frage, wie es eben zu den anderen Aspekten geht. Hier möchte ich noch mal so kurz schon einen kleinen Teaser geben, dass zum Beispiel solche Kontextfragen mit falscher Zuordnung von Beschriftungen die Tools an ihre Grenzen kommen. Ja. Aber natürlich, das finale Ergebnis wird dann in meiner Masterthesis am Ende dann berücksichtigt, aufgelistet. Natürlich nicht alle Prüfschritte, aber natürlich so Punkte, wichtige Punkte wie Kontrast von Grafiken ist auf jeden Fall Teil. Genau. Vielen Dank und dann sage ich schon mal auf Wiedersehen bis zum nächsten Webinar. Tschüss.